Hier kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Das muss eigentlich dahin, das sieht sonst nicht aus. Das machen wir so, das machen wir so. Passt. Schöner wird's nicht. Das heißt, ich mache hier dann, ich brauche eine Leiter. Ich habe auf der Rückseite eine Leiter, allerdings nicht genug davon. Das ist blöd. Das heißt, ich zuppel hier nochmal immer in extra vielen Gängen immer wieder außenrum. Ja, hoppa. Und mache hier raus das Stückchen. Boah. Ich baue erstmal den Teil dahin. Das kommt auf jeden Fall weg hier. So, das auch. Aha. Und, das muss eigentlich... Au. Pa. Haha. Ha. Das muss eigentlich noch... Hier ist ein Loch in der Wand. Eigentlich noch weiter werden. Eigentlich, also... Mit dreien hier, das passt doch nicht so. Da muss noch ein Bettchen rein. Glaube ich. Wenn ich da noch einen wegmache... Ach komm, das passt. Lalala, ich bin der Abholzer. Abholzman, das ist vielleicht ein neuer Superheld. Die Abenteuer des Abholzman. Unglaublich. Was der alles erlebt. Zum Beispiel abholzen. Das mit der Höhe hier ist eigentlich okay, ne? Dass es hier die ganzen Slabs sind. Ansonsten haue ich dann noch eine zweite Runde Slabs drauf. Das sieht natürlich noch blöd aus. Wobei, das habe ich da selbst reingemacht. Machen wir es halt so. Ist der Block jetzt weg oder wo wurde der hingequetscht? Der schöne Holzblock. Aber ich meine, ich muss das ja eh wegmachen, wenn das dann hier darüber und so. Ne, ich nicht runterfallen. So. Wird etwas kleiner werden, hier diese Seite. Unser Grillplatz. Wenn überhaupt. Ich mache das erstmal ganz provisorisch hier. Und lass mich hier mal selber durch mittels Aufgang. Und mache hier jetzt das so hin. Und zwar etwas höher sogar. Die Fenster mache ich dann gleich rein. Oder raus, vielmehr. Soll da die Tür hin? Oder an die Seite? Ich meine, fand das an der Seite eigentlich gar nicht so verkehrt. Tür habe ich natürlich nicht dabei. Wäre ja auch zu schön gewesen. Obwohl, wenn die an der Seite ist, dann kann hier... Dann müsste der Aufgang eigentlich da sein. Dann könnte hier sogar noch ein Bett hin. Wäre doch eine Idee. Jo, kann man hier direkt runterlatschen, wenn man denn wollte. Aber will ich ja nicht. Deswegen mache ich das auch nicht. Das hier, dass es halt so schwebt, das sieht halt noch bescheuert aus. Das Stück hier. Aber vielleicht kommt es noch anders. Und hier oben. Reicht das denn von der Höhe? Ne, das sind erst zwei, das reicht noch nicht. Das muss nach was aussehen. Warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Das geht doch nicht. So, wunderschön. Wahrscheinlich mache ich das Stück gleich auch nochmal anders. Dass es nicht ganz so blöd aussieht. Oder wir gewöhnen uns da einfach dran. Da sind wir ja auch ganz gut drinne. Was hier alles noch an halbfertigen Stellen war. Sieht auch gar nicht so bescheuert aus, ne? Ich glaube, ich mach den Ausgang doch hier vorne hin. Dann kann hier noch irgendwie Zauberei hin. Da sieht die immer schön aus. Das heißt, hier kommt ein Bett hin. Hier kommt ein unfassbar großes Fenster hin. Ach, es, ja, doch. Also ich meine, ne, dafür, dass es mal, ne, sieht es doch jetzt schon. Ihr wisst schon. Ah, das war, da war die Höhle. Ja, ne, passt zwar nicht ins Bild, aber ist trotzdem schön. Hat was. Das heißt, ich
Ach, guck mal. Ich schnappe mir mal gefixt die Leitern von der Rückseite. Diese drei. Ist glaube ich egal, womit man das abbaut, ne? Ja, genau. Leitern brauchen kein spezielles Werkzeug. Sie sind Multiblock-kompatibel. Das reicht noch nicht aus, obwohl da hochhüpfen kann ich schon. Aber es sieht nicht aus. Hier muss eine Tür rein. Weiß ich nicht, ob wir hier ein Geländer noch draufhauen. Habe ich da überhaupt nicht mit dabei. Ich meine gerade. Und das mit dem Holz. Ich glaube, ich bin runtergefallen. Da oben muss noch irgendwas drauf. Das sieht noch nicht schön aus. Bisschen Verzierung, dass es tatsächlich so ein kleines Türmchen da sein könnte. Aber das an der Seite ist auch bescheuert. Ah, Stichwort bescheuert. Creep. Boah, was war das denn? Was war das denn? Hallo? Ich werde gemobbt. Also von den Mobs hier. Das ist, oh, das geht aber gar nicht. Das geht aber echt nicht. Okay, wir wissen, da unten ist ein Creeper, der da so an der Kante hängt. Oder er war da zumindest. Jetzt ist er ja nicht mehr da. Er hat sein frühes Ende gefunden. Darin ist er allerdings selber schuld. Ja, um es nochmal angemerkt zu haben, habe ich nichts mit am Hut. Da muss noch irgendwas drauf. Aber es reicht mir erstmal so. Ich muss sowieso dann nochmal Krempel holen, um das fertig zu machen. Wie zum Beispiel Wolle für ein Bettchen oder direkt ein Bettchen. Hallo Schaf. Und genau... Wollte ich auch gesagt haben. Und dann gucken wir einfach mal. Ich wäre fast dafür. Will ich hier noch gerade mal schnell einen kleinen Weg reinmachen? Wenn wir uns da hinten jetzt schon so etwas ausgebreitet haben, wobei das jetzt noch schmaler ist als vorher, dann können wir da uns ja direkt auch einen schönen Weg hinmachen. Zumindest etwas schöner. Na? Ja, wie ist? Ah, schön. Ich mache das einfach mal. Man könnte das mit Treppen tatsächlich hier runterführen. Bisschen, hier vielleicht ein Steg oder so hin. Wobei, es hätten wir da hinten schon. Ich merke, nee, genau hier, dass man da runtergehen könnte. Und hier rüber auch noch, dass man hier aus Holz tatsächlich so einen ganzen Bogen macht. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Müsste man hier noch eben gucken, dass hier die Mitte auch getroffen ist. Boah, sieht recht mittig aus. Könnte man noch einen zur Seite, aber mit dreien sieht es dann schon wieder so übertrieben aus. Wenn da drei Teile nebeneinander sind. Und noch breiter das hier raushauen aus dem Berg. Muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Oder? Ich gucke es mir spontan mal an. Hüpf, 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 hüpf. Ist, glaube ich, ziemlich egal, wie breit man das macht. Aber es reicht mir erstmal so. Ich probiere es erstmal so aus. Ich werde den Aufgang auf die linkere Seite, da wo er jetzt schon ist, mal probieren. Dann könnte man hier auch direkt... Wobei ich weiß nicht, was ich hier drinnen noch machen möchte. Daher will ich das jetzt nicht alles mit Holz vollhauen. Was ist das hier? Ne, da muss auch noch Verzierung rein und alles. Erstmal lege ich mich schlafen. Weil das ist gerade mal wichtig. Damit die Nacht... nicht uns zum Verhängnis wird. Das wollen wir garantiert nicht. Zumindest ich nicht. Vielleicht seht ihr das ja anders, aber das könnt ihr dann ja gerne selber machen. Glas habe ich dabei. Glas muss ja jetzt gar nicht mehr hier hin. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich meine, musste es vorher auch nicht, aber es war zumindest da. Brot. In der Truhe da unten waren ja noch 30 Brote knapp. Draußen haben wir noch ordentlich Weizen, das heißt, ich kann das da hinten gleich eigentlich nochmal eben abernten. Ich meine, wir haben ja ständig hier irgendwie einen Verbrauch von dem Zeug. Das Glas kommt mal hier wieder hin. Da, so an die Seite. Das Holz muss wieder ordentlich gestapelt werden, das sieht sonst nicht aus. Den brauche ich auch überhaupt nicht. Den Grabbelhandschuh. Das brauche ich eigentlich auch nicht, aber ich meine, es ist nicht verkehrt, wenn ich das dabei habe. Und was hatte ich jetzt eigentlich... Ach ja, genau. Ist die Frage.
Machen wir das aus Holztreppen oder aus Steintreppen da hinten? Ist ja eigentlich, ich meine, wenn wir da den ganzen Steg schon aus Holz haben, können wir ja den Rest auch aus Holz machen. Oder nicht? Also es ist zumindest gerade mal, ne, so eine Überlegung. So wie ich es gerne tue manchmal. Zwar nur in seltenen Fällen, aber es kommt doch vor, dass ich überlege. Dann bin ich auch ganz überlegen. Den anderen Leuten hier. Da haben wir 51 Treppen, das reicht uns, das können wir sogar stecken. Hätte ich gar nicht aufmachen brauchen. Ich bin diesen Luxus nicht gewöhnt. Habe ich, ja, ich habe eine Schaufel dabei, das ist sehr gut. Wie gesagt, hier lasse ich das noch erstmal so. Erstmal möchte ich hier diesen formidablen Weg nach unten noch einmal etwas in seiner Wunderprächtigkeit unterstützen. Und setze hier einfach mal ein paar Treppchen hin. So, und ich hoffe, ich falle hier nicht irgendwo rein, wo es nass werden könnte. Ich habe keine Ersatzschuhe dabei. Und dass man die. Ich könnte eigentlich fast noch einen nach hinten, ne? Oder ich muss hier einfach nur einen nach vorne. Das geht natürlich auch. Dass man jetzt so in der Höhe einen kleinen Rundgang da reinhaut. Zwischendurch mal ein paar erhöhte Stellen, dass man hier auch dann die Fackeln und sowas draufstellen kann und eventuell noch ein Zäunchen. Deswegen habe ich das hier mitgenommen. Na, Fackel. Dass man vielleicht aus dem Vollholz hier hin und wieder mal so einen kleinen Pfeiler reinrammt. Hier vielleicht nicht. Das ist auch toll, ne? Da macht man es einmal testweise und dann macht man es genau an der falschen Stelle. So muss das sein. Ich bin ja mal gespannt, wie das denn aussieht. Wahrscheinlich relativ unspektakulär, aber das soll es ja auch. Es ist ja nur hier ein kleiner Bonus in dieser Welt. Müsste eigentlich noch ein weiter raus. Wobei, da könnte ich dann... Weiß ich nur nicht genau. Ich meine, ob ich da dann gerade Teile irgendwie hinmachen wollte oder sowas. Hier ist okay, das kommt... Ich mach das mal so. Dann kann dieser Aufstieg hier nochmal extra schön gemacht werden. Das kommt so. Dann ist hier zwar mal... Wobei, ich mach das auch nochmal eben weg hier drunter, damit es nach was aussieht. Jetzt hüpfe ich hier auch... Ach, ich kann da sogar drauf hüpfen. Das finde ich sehr schön. Muss ich ja mal sagen gerade. Dann geht das hier weiter rum. Und zwar bis hier. Und dann können wir das ja wieder als Kiesweg hier fortführen. So. Schön. Nicht schön. Es ist, nee, es ist nicht zu breit, ne? Weiß, ich mach's nochmal weg. Ich bin immer mal wieder ein bisschen pingelig. Es ist mir schon wichtig, ne, dass es auch noch was aussieht. Auch wenn es dann einmal ein bisschen länger dauert. Aber ist halt so. Da kann man hier einfach mal so integratives Slab setzen. So, fertig. Es ist halt zugewachsener. Es sieht auch überhaupt nicht bescheuert aus, wenn das hier jetzt so abgeschnitten ist. Ziehe ich das halt noch einmal raus. So ist ja nicht. Wir haben es ja. Und der Hamster, der hat's auch. Deswegen heißt es ja Hamster. Oder war das, weil der immer Hamm macht und dann ist das Möhrchen weggemampft? Man weiß es nicht. Hier machen wir auch nochmal eben einen hin. Zwar genau da. Nicht daneben. Hier kommt eine Fackel drauf. Hier kommt eine Fackel drauf. Yo, hier kommt eine Fackel drauf. Yo. Check. Ach komm. Nein, das ist nicht übertrieben. Da weiß man nur, aha, hier geht's abwärts mit uns. So wie wir es kennen. Da ist, glaube ich, gerade eine Leiter runtergefallen, ne? Kann das sein? Da kurz das Bild gezuckt, weil ich versehentlichsterweise auf meine Control-Taste gekommen bin. Steuerung, womit man diesen Weitsichtblick aktiviert. Ich guck mal, ob die Leiter da ist. Ist zumindest die Erde da.
Und wir haben offensichtlich alles gut ausgeleuchtet, denn hier hausieren keine finsteren Gestalten mehr. Das finde ich gut. So? Fump. Schön. Das an der Seite hier könnte auch noch weg, aber mein Gott, was soll denn das? Mit dem Holz sieht es noch bescheuert aus. Aber mein, ja. Das passt halt. Oder das Abgesenkte sieht halt blöd aus. Wenn man das hier hoch macht, dann fällt gleich wieder die Leiter runter. Und dann müssten wir immer einen da hochhüpfen, wenn wir hier dann rauskommen. Weil es ist ja auch nicht so schwer, das können wir ja machen. Dann hat in diesem Fall gerade mal die Ästhetik den Vorrang. Ich hätte natürlich auch das Holz so runterlassen können, dann wäre das jetzt nicht weggefallen. Aber auf solche schlauen Geschichten komme ich erst später. Und jetzt fehlt uns... Nein, jetzt fehlt uns genau ein so ein Teil hier. Da mache ich jetzt kurz einen Prozess. So, als ob ich dann nochmal zurückrennen würde. So. Ha, könnt ihr mal sehen. Und hier muss noch Holz hin. So. Holz ist da. Klappt das? Hallo? Hallo? Lass mich bauen. Hier klappt es, ist klar. Nein. So. Ja, sieht jetzt auch nicht so sonderlich fabulös aus, aber mein Gott. Fehlt uns nicht eine Leiter? Ach, da ist sie. Das heißt, die sich daraus ergebende Antwort lautet nein. Um es nochmal kurz zusammengefasst zu haben. Zack,